Hallo und herzlich willkommen beim Red Talks oder willkommen zurück beim Red Talks für unser Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, weiter geht's. Die letzte Mal war die kurz. So, die Fahrt war ein bisschen kurz. Aber jetzt dieses Mal mache ich ein bisschen mehr lange. Da haben wir auch ein bisschen mehr zu sehen. Okay, wir haben eine Rennen abgeschlossen. Da werde ich auch sagen, wir haben URL. Oh. Da haben wir 4 Stück und dann haben wir auch die Drift und oh ja, 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 ja. Da haben wir noch genug was zu tun. Okay, wir gehen erstmal zu die erste URL. Da ist unsere Rennziele. Da haben wir wirklich alles schon schnell gemacht, oder? Vielleicht kriegt man noch neue Levelstift bald. Ja gut, ich kann diese Hot Run hier machen, aber wollt ihr sicher das mit ihm? Gerade überhaupt nicht. Aber erstmal unsere URL-Rennen. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, und wow. Was für ein Unfall war das? Das war die Wahnsinn-Unfall hier, ey. So, aber jetzt, wo muss ich? Er sagt mich, ich muss hier raus, aber... Oh nein, da bin ich falsch, oder? Hier raus, ja. Gott sei Dank kenne ich mich ein bisschen aus mit dem Navi. Okay, wir machen schon richtige Krache. Und da haben wir wieder Geld. Ah, das sammeln wir auch. $200 Kassier, okay. Ah, und das gibt wieder was hier. Alive, die haben viel Geld dran hier gelassen. So, wo ist die Renne? Ah, darüber. Okay, wir starten. URL-Rennen. Die Reams haben ganze Arbeit geleistet. Die setzen alles daran zu gewinnen. Und ihr Boss, Caleb, versucht mit illegalen Machenschaften die Kontrolle zu übernehmen. Die Sponsoren verlassen sich auf mich. Deshalb steht für mich viel auf dem Spiel. Aber für dich noch viel mehr. Wenn Caleb gewinnt, wird alles anders. Dann wirst du bei eurer Vergangenheit in Bayview nie mehr ein Rennen fahren. Aber wenn deine Siegesserie hält und du die Sponsoren überzeugst, steht er völlig allein da. Du musst siegen, damit er zum Loser wird. Denk dran, nur große Siege zählen. Okay, wir müssen siegen. Wir müssen gewinnen. Da ist doch kein Problem. Mit unserer Supra, da geht's bergauf, bergab. Oh, los! Oh, aber was hat der für eine? Aber trotzdem, ich setz ihm ab. Okay, ich rede nicht so viel für den Moment. Ich versuche mich konzentriert zu bleiben. Oh. Weil hier muss man gewinnen, das ist unbedingt Pflicht. Die Fräulein hat das gesagt, ich soll gewinnen. Das werden wir auch machen. So, wie ich erinnert mich, das ist die erste Rennen.
die wir alle kennen, auch am Anfang in dem Spiel, die ist nicht so schwer. Okay, da könnte ich auch sagen, ich mache ein bisschen Nitro, ein bisschen Peps, aber nee, da brauchen wir nicht. Da sind wir schön gut, mit gutem Vorsprung unterwegs. Ich versuche mein Bestes zu machen. Und wir haben auch sowieso keine Nitro aufgefüllt, ich sehe gerade, oder war Nitro verbot hier? Oh nein, ich glaube am Anfang habe ich schon Nitro benutzt. Aber trotzdem, das läuft gut. Und Achtung, jawohl. Guter Vorsprung, fast 10 Sekunden. Was soll man fragen? Hoppla. Oh, oh, oh. Mit dem Sprung war ich ein bisschen. So. Jetzt noch. Vorletzte Runde ist das jetzt gerade. Okay. Guter Vorsprung für den Moment. Die Rennen ist so wie fast so wie gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob das gibt noch ein Rennen danach. Ich habe keine Ahnung. Weil manchmal das sind mehrere Rennen. Oder manchmal ist nur ein Rennen. Werden wir sehen. Ich weiß auch nicht mehr die Historie. Und ich bin auch sehr begeistert, das alles zu fahren mit die Supra für den Moment. Ja. So, jetzt letzte Runde. Gut gebremst, jawohl. Da gebe ich auch nicht mehr so viel Gas. Weil sonst, jawohl, die Power Slide, Sie kennen das mit die Supra. Das ist nicht mehr normal. Aber guter Vorsprung. 9,05. Ja, irgendwie so zu fahren ist auch gut. Ich glaube, das gefällt auch viel besser die Leute, wenn man so fahren, die Autos im Spiel. Aber das ist gut, guter Vorsprung, 9,42. Okay, Achtung. Jawohl. Und wir haben das geschafft. Uhuhu. Aber jetzt kommt noch ein Rennen. Ah ja, das kommt noch ein Rennen. Aber trotzdem, 8. Punkt. Das ist fast easy, die zweite Rennen. Gut, mit die Subaru. Er war stark am Anfang, aber danach irgendwie hat er einen Motorschaden. Ja gut, die machen voll Burnout. Aber das ist mir nicht so wichtig, die Burnout. Ajo, schieb mich weg. Oh, tschüss.
Oh, ja, ich sage und tschüss und dann, ich gucke auch nicht auf die Rennen und die Strecke. Aber gute Strecke. So, Achtung, langsam, jawohl. Und wieder vorwärts. Vollgas. Und Achtung auf die Sprung, jawohl. Im Defekt kann ich auch ein bisschen Nitro benutzen, aber für den Moment, für was? Ich meine, ich bin gar nicht in die Gefahr. Guter Vorsprung. Das ist rein theoretisch jetzt hier auf dieser Strecke ein Spaziergang. Aber es kann auch alles passieren. Sie kennen mir auch schön, wenn ich rutsche ein bisschen zu viel und dann ist auch Feierabend. Oh. Wir haben gesehen, ich habe auch Zeit verliere. Ich war auf 9 Sekunden. Oh, jetzt geht das wieder hoch. Oh. Aber die Fahrt ist super, die Supra. Gut. Ein bisschen übertrieben PS hat sie am Anfang. Wenn man voll die Fuß andreht auf die Gaspedal, dann boah, mal rutschen wie bekloppt. Aber sonst ist alles okay. Boah, bald 20 Sekunden, haben die einen Unfall gehabt. Ich habe auch nicht aufgepasst. Oh, jetzt Achtung, langsam. Wir sind in die vorletzte Runde. Oh je, oh je. Da ist noch eine Runde. Oh, jetzt raus gewesen. Defekt sage ich, ich fahre mit 80 km/h und dann lass mal die Gegner zurückkommen, oder? nee, das machen wir auch nicht. Weil Sie sehen auch gerade, ich fahre eine kleine Kurve, Endlungenproblem und dann rutsche ich auch ab. Aber die Wagen machen wirklich immer Spaß und Lohn zu fahren. Diese Supra. Ich weiß nicht mehr, mit was ich bin gefahren, denn ich habe dieses Spiel das erste Mal gespielt. Ich glaube, ich habe die Mustang gehabt. Ja, ich habe die Mustang gehabt. Boah, ich weiß auch nicht mehr. Kannst du. Das ist so lange her. Das war 2004, ja. Nee, 2003. Aber das Spiel hat mich auch gefesselt, so wie jeder. Und er fesselt mich auch immer noch. Das muss ich zugeben, ich habe immer noch Spaß daran zu spielen. Und ich glaube, da wird auch noch dauert, bis dass die Leute sagen, oh, nee, ich habe keine Lust auf dein Spiel zu zocken. Das muss jeder einmal das durchprobieren haben. Oder nur probieren. Okay, wir gewinnen. Jawohl. Super Leistung. Normal ist kein anderer Rennen, oder? Für was ein anderer Rennen? Ich habe schon 6 Punkte, der hat nur 12.
Und haben wir gewonnen. Und 5000 Cash. Oh. Das ist aber top. Top, top, top. 5000 Cash. Und da kriegt man Informationen. New Inventory in the Carlot. Ah, okay. Da könnte man noch vorbeischauen, oder? Vielleicht gibt man interessante Wagen da. So, wir gehen rein. Sowieso haben wir genug Cash. 48.000. Kann man schön einen guten Wagen. In einen guten Wagen alles rein investieren. Aber mal schauen. Mal schauen, was gibt's für neue Wagen. Wow. Ich habe euch gesagt, ich warte auf die Nissan, aber vielleicht ist etwas anderes. Da könnte man auch sagen, ich habe auch ein bisschen Lust dran. So, jetzt. Gehen wir rein. Yes, we would like to enter the shop. Willkommen im Showroom. So, wir haben so wie immer. Such dir einen stylischen fahrbaren Untersatz aus. So, was war neu? So, die Lexus, die kennt man noch. Die Supra, die Ama. Die Golf GTI, nee, habe ich kein Interesse. A3 auch nicht. Eclipse auch nicht. TT, die kennt man schon. Die G35, die kennt man auch. Ein Mitsubishi 3000 GT. Aha. So ein Teil habe ich immer gefahren beim Gran Turismo. Und ich muss euch zugeben, da die Wagen geht voll ab, wie bekloppt. Ich weiß nicht, ob ich soll das nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich wart lieber gerne auf meine Nissan. Aber ich lasse mich überlegen, oder schreibt hier in die Kommentare, oder ich soll diese Wagen kaufen, so, kaufen, nehmen. Weil ich kenne diese Wagen, die Mitsubishi 3000 GT, das ist wirklich eine Rakete. Das geht noch mehr ab, als die Supra. Aber, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr möchtet die Wagen, dann nehme ich diese Wagen. Wenn ihr möchtet, dass ich nehme die Nissan 350Z, dann nehme ich die Nissan 350Z. Oder jeden, was neu kommt. Aber wir gehen zurück. Ich lasse euch entscheiden. Wer schreibt am erst, kann auch bekommen die Auswahl. Nee, Quatsch. Schreibt hier alle, was ihr möchtet. Oder ihr lasst mich die frei wählen. Das ist auch ihre Welle. Ich bin auch jemand, der möchte auch euch Unterhalt und auch Spaß für euch. Wo ich meine, dass die 3000 GT. Ich glaube auch nicht, dass so viele haben auch mitgespielt dabei. Das könnte man auch festgeben. So. Hey, alles rund, Baby? Ja. Ja, ich habe Action für dich. Ja, danke. Ich konnte den Ort noch nicht genau rausfinden, soll aber irgendwo im Bereich Hotel Plaza sein. Ja, okay, aber wir wollen erstmal gerade was neu machen. Wo sind wir hier? Dann haben wir noch eine Drag Run hier oder noch eine Circuit. Ah, werden wir versuchen einen Drag, oder? Habt ihr Interesse? Wir machen einen Drag. Oder ich vorbereite den Drag für die nächste Folge. Wobei, haben wir auch Zeit für den Drag zu machen. Hoppla, hoppla. Ja, wie gesagt, die 3000 GT Mitsubishi, ich glaube nicht, dass viele haben mitgefahren mit dem Auto. Ja, ich muss raus. Das habe ich jetzt gesehen. Oder? Wie ist das? Ich muss hier her. Ja. Jetzt ist besser. Wenn man aufpasse.
bla bla. Da mache ich voll die Felle mit meiner Bremse. Und hier ist das, oder? Ah, das ist in der Nähe, okay. In der Nähe, in der Nähe. Oh, wo ist das? Raus, raus, raus. Hier ist das bestimmt, oder? Oh. Ja, hier, ja. Oder? Jawohl. Und dann haben wir auch Geld. Okay, wir machen noch den Drake und dann mache ich diese Part am Ende. Wir haben noch was gesehen und da haben sie auch eine Entscheidung zu treffen. Oder sie lassen mich die frei wählen oder ihr möchtet diese Mitsubishi 3000 haben. Schreibt ihr in die Kommentare. Ich bin auf alles. Oh. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Wagen haben wirklich Probleme mit. Wow. Wow, wow, wow. Ja, hier kriegt man Probleme. Ja, wir haben ein Problem. Sie haben auch gemerkt, dass auf 280 da fängt die Limit an schon. Das ist nicht gut. Da werde ich sagen, ich nehme einen anderen Wagen, weil das gibt's doch nicht, dass wir sind mit 280 im Limit schon. Ich werde sagen, ich nehme der große Wagen, der. So, Moment mal. Wo die Toyota ist im Top Speed wirklich das Beste. Ja, im Top Speed ist die Beste. Aber die Probleme, Sie sehen auch, dass wir erreichen auch nicht mit 280. Da bleibt alles enge danach. Eieiei. Ich nehme trotzdem noch einmal diese Wagen hier und mal ausprobieren, ob etwas bringt. Sonst muss man sich überlegen, wie kann man diese Drake machen. Vielleicht mit einem neuen Auto. Genau sein. Die Lenker aber nicht, das ist auch die Problem. Ja, die hat nichts gelenkt. Okay. Wir machen noch einmal. Sonst wie sind das wie. Okay, ich bin vorn für den Moment. Das ist schwer zu lenken. Das Teil ist sehr, sehr schwer zu lenken. Sie können euch vorstellen, ein Mercedes G-Class, das ist das gleiche. Ah, was will der her? Ajo, er wollte mich wieder. Okay.
Oh, das hat auch nicht Gelenke. Eieiei. Okay. Wir starten wieder neu. So, jetzt. Wir sind zweite Position. Ah, der Wind. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Okay, da ist die Spuränderung so nicht gut. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Ah, du lieber Gott, so ein Idiot. So, wir sind auf die gute Spur, normalerweise. Aber ich krieg doch nicht mehr die Wagen richtig. Eieiei. Das Teil ist auch die Sache. Ja, ich lasse mich total, total schade, ja. Die lasse ich nicht gut lenken, das ist auch die Problem. Okay. Wir gehen gerade neue Wagenwechsel, ich nehme wieder die Supra zurück. Ha, ehrlich gesagt, die Red ist schön. Nicht für so eine Teile gedacht. So, jetzt. Und da werden wir neue Versuche und wenn das klappt nicht, dann mache ich auch die Teile, so die Pop am Ende hier. Und wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Aber jetzt Konzentration bitte. Ich hoffe, das wird klappt. Oh je, das sind so viele gute Wagen am Start. Das war klar, oder? Ich weiß nicht, auf wie viel Kammer bin ich gefahren, aber... Boah, ja. Okay, wir starten noch einmal. Da muss ich auch... Jetzt werde ich auch die Nitro nicht so benutzen, wie... Ja. Okay, ich habe etwas verstanden. Wir machen es wieder. Ich glaube, wenn ich benutze meine Nitro nicht. Ai. Das war auch ein schlechter Start, oder? So, jetzt. Danke. Haben Sie gesehen, die sind alle drüber weggegangen und ja, super. Ach, du lieber Gott.
Die Wagen mit 291, das ist Feierabend. Okay, ich versuch's noch einmal, aber wenn das klappt wirklich nicht, dann muss ich mich überlegen, was wir machen, die nächste Folge. Okay. So, das war's. Ich verabschiede mich jetzt gerade, weil Sie sehen, dass ich habe keine Chance mit dem Wagen. Das mit 291 ist der Motor kaputt. Da muss man sich fragen, ja, die neue Wagen wäre am besten jetzt gerade zu kommen in die nächste Folge. Aber ich glaube, ich habe jetzt mich jetzt entschieden. Wir nehmen die nächste Folge, die Mitsubishi 3000 GT. Schreibt ihr in die Kommentare, wenn sie wollen nicht. Aber ich glaube, dass ich muss das machen. Denn wir wollen auch weiterkommen. Weil mit die Supra, da war die Limit, die Begrenzung. Gut, die ist voll übertrieben von mir getuned. Aber wenn ich schraube alles runter, ich weiß nicht, was kommt als Leistung raus. Aber für den Moment, nee. Ich habe Lust auf die 3000 GT. Schreibt in die Kommentare, wenn Sie wollen nicht. Aber ich glaube, ich bin mehr über diese Mitsubishi dran. Fest überzeugt. Okay, ich wünsch euch alles gut. Wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Das war auch eine bisschen lange Party, ich hoffe. Und ich wünsche euch alles gut. Und ciao. Bis die nächste Folge.